Was haben dieses Auto und ein Kofferfisch sowie ein Flugzeug und ein Bussardflügel gemeinsam? Die Konstruktion wurde aus der Natur nachempfunden. Technik und Biologie verschmelzen zur Bionik. Das LWL-Museum für Naturkunde in Münster zeigt dazu rund 1000 Exponate in einer deutschlandweit einzigartigen Schau. Dieser Sekretär, der da sitzt, das ist ein Beamter in diesem Patentamt und der taucht in der gesamten Ausstellung immer mal wieder auf und erklärt die Prinzipien der Natur, die in Form von Patenten als bionische Anwendung auftauchen. Andere Leitideen sind zum Beispiel auch der Gedanke der Nachhaltigkeit. Wir haben die riesige Bibliothek der Natur, die voller technischer Lösungen strotzt, die jedoch gefährdet ist. Schon auf dem Vorplatz begrüßt die Originaltragfläche eines A320 die Besucher. Die abgerundete Form erzeugt einen Auftrieb, genau wie bei einem Vogel. Die Strecke über die Flügeloberseite ist deutlich länger als unten entlang. Dadurch fließt die Luft hier schneller ab und ein Unterdruck entsteht. Und das Ganze sorgt dann für den Auftrieb. Und so ein Flugzeugflügel ist genauso aufgebaut. Auch die Klette dient einer ganzen Industrie. Sie steckt in fast jeder Jacke als Klettverschluss. Unter Wasser kann dem weißen Hai keiner etwas vormachen. Seine raue Haut macht ihn zum Spitzenschwimmer. Die Haut des Hais besteht aus vielen kleinen Zähnchen, die man hier in vergrößerter Form sehen kann. Und auf diesen Zähnchen befinden sich Erhebungen und Vertiefungen. Wenn jetzt das Wasser an der Hautoberfläche des Hais entlang strömt, so werden Wirbel, die sich bilden, in die Vertiefungen hineingedrückt. Und dadurch kann das Wasser glatt an der Haioberfläche entlang fließen. Nach diesem Prinzip hat man den Fast-Skin-Anzug konzipiert. Doch die Schwimmer wurden damit zu schnell. Der Anzug ist nun bei Wettkämpfen verboten. Ein Modell, signiert von Michael Phelps, ist hier zu sehen. Dieser Zweitürer sieht aus wie nicht von dieser Welt. Tatsächlich stammt die Konstruktion aus der Unterwasserwelt. Kameras ersetzen Spiegel und Türgriffe gibt es auch nicht. Durch die strömungsgünstige Form verbraucht das Bionic-Car 20% weniger Treibstoff als vergleichbare Autos. Ein solch stromlinienförmiges Vorbild in der Natur zu finden, war nicht einfach. Und so hat Daimler sich konkret auf die Suche gemacht und hat den Kofferfisch gefunden. Ein fast viereckiger Fisch, der in Korallenriffen lebt. Und sie haben herausgefunden, dass dieser in vergrößerter Form nicht nur Platz für 4 Personen liefert, sondern dass er auch einen extrem strömungsgünstigen Körper hat. Höhepunkt der Ausstellung im wahrsten Sinne, dieser 7 Meter hohe Eiffelturm. Was niemand ahnt, sein Gerüst ist einem Knochen nachempfunden. Im Oberschenkelknochen befinden sich ganz viele kleine Knochenbälkchen und zwar sind diese besonders viel an den stark belasteten Stellen und an Stellen, wo der Knochen nicht belastet wird, ist er hohl, sind keine Knochenbälkchen vorhanden. Der Eiffelturm wäre nie so hoch geworden, wenn er massiv aus Stahl oder Ähnlichem gebaut worden wäre. Da wäre er unter seinem eigenen Gewicht bei geringerer Höhe schon zusammengekracht. Die Ausstellung Bionik – Patente der Natur im LWL Naturkundemuseum bietet auf 1200 Quadratmetern viel Wissenswertes. Einfach erklärt für Groß und Klein.